Ja, herzlich willkommen zum Solo-Salsa-Kurs Nummer 4. Den hatte ich ja noch angekündigt. Und zwar geht es heute ums Herzklopfen im Salsa. Das ist mein Begriff, den habe ich so genannt. Und das werden wir nachher behandeln. Jetzt werden wir uns erstmal aufwärmen und ich möchte noch ein paar Übungen nachreichen, auch zum Hüftschwung vom letzten Mal. Das wird in der Aufwärmung auch sein. Und ja, lasst euch überraschen. Jetzt beginnen wir erstmal mit der Aufwärmung. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Falsch.
Erklärt von der Seite. Ich gehe mit links vor und rechts zurück. 5, 6, 7. Jetzt geht's durch. 1 und 2 und 3 und 4 und Grundschritt. 2, 3, 5, 6, 7. Mambo. 1 und 2 und 3 und 4 und Grundschritt. Und zurück. Genau, falls ihr den Film nochmal anschaut, könnt ihr gleich richtig Mambo mitmachen, wenn ihr es noch nicht gekannt hattet. So, jetzt komme ich zu diesem Herzpochen. Da stelle ich mich jetzt zur Seite und es geht darum, wie in der Übung von vorhin, wo wir nach vorne und nach hinten, also den Brustkorb bewegt haben, dass wir jetzt zweimal den Brustkorb nach vorne bewegen. Eins, zwei. Ja, pochen. Boom. Eins, zwei. Ja. Ich hole hinten ein bisschen aus, um den Schwung zu haben nach vorne. Bam, bam. Und wieder hohe, hohe. Und tschap, tschap. Ja. Und tschap, tschap. Zumba ist es, da gibt es irgendwie ganz coole Bewegungen dazu. Das mache ich euch mal vor, vielleicht hilft es euch. Oder dir. Bam, bam, bam. Dusch, dusch, bam, 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 dusch, dusch. Das heißt, man geht mit dem Oberkörper vor zweimal, aber zieht, wenn man praktisch mit dem Vorderoberkörper vorgeht, zieht man gleichzeitig mit den Oberarmen zurück. Bam, bam. Wenn euch das jetzt hilft am Anfang, macht es ruhig, ja? Und dann lasst es wieder. Weil es im Salsa muss es jetzt nicht so sein kann, das ist ja eure persönliche Note, ja. Ob ihr das so einsetzen wollt, ist es halt relativ stark, diese Bewegung. Und wenn die Musik dementsprechend stark ist, kann man das auch durchaus machen.
Okay. Also, jetzt machen wir mal. Cha, cha, cha. Jetzt gehen wir mit dem Bein hier vor. Cham, cham. Cha, cha, cha. Cham, cham. Cha, cha, cha. Cham, cham. Cha, cha, cha. Cham, cham. Da seht ihr auch, dass ich nicht nur mit dem Oberkörper vorgehe, sondern ich gehe auch mit dem Becken zurück, ja? Das ist so eine Gegenbewegung. Da, 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 huf, huf, da, 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 huf, huf, ja. Einfach mal so als Beigabe. Und im Salsa gibt es halt so Stellen in der Musik, wo ihr vielleicht auch mal das Herzpochen machen wollt, wenn ihr es euch angeschaut habt und geübt habt, dann kommt es automatisch. Okay, also nochmal, stellt euch mal locker hin, mit auch den Knien locker, und dann holt aus. Bum, bum. Ihr könnt es dann wieder, ihr könnt auch üben und es dann immer ein bisschen schneller machen, umso besser. Geht nur über Übung. Man kann es nicht anders lernen, als dass man es ganz, ganz, ganz oft macht und dann bum, bum, wird man es immer beweglicher und immer schneller. Das ist genau das gleiche mit der Hüfte, das ist das gleiche mit den Oberarmen bzw. Schultern, wollte ich sagen. Das ist einfach nur Übung. Das kann jeder lernen. Wie gesagt, Zähne putzen und immer wieder machen. Irgendwo dranhängen, was man jeden Tag regelmäßig macht. Und werdet ihr oder wirst du auf jeden Fall da was merken über die Wochen und Monate. Okay. Also, jetzt neue Bewegung, Herzpochen. Tschick, tschick. Tschick, tschick. Alles nochmal langsam. Ich gehe ein bisschen nach hinten mit dem Oberkörper, also Richtung Katzenbuckel. Und dann gehe ich nach vorne und hinten und vorne. Und dann räume ich meinen Oberkörper wieder auf. Tschucku, tschuck, aufräumen. Tschucku, tschuck, aufräumen. An der Seite. Tschucku, tschuck. Aufräumen. Leicht in den Buckel und dann tschuk, tschuk und aufräumen. Ja, ich habe noch ein zweites Salsa-Lied, wo man das vielleicht auch ein bisschen mit reinbringen können. In der Schrittschule Salsa-Lied Nummer 2 für heute. Vinieron y entre nosotros quedaron todos aquellos guerreros que a mi cultura pasaron. O Atala las Mercedes, o Yumen la Caridad, Santa Bárbara y Chocó, y de regalé para empezar la ceremonia, vamos a hacer caridad. Más y todos se preguntan.
Also, tschuk, tschuk. Tschuk, tschuk. Was haben wir alles gehabt? Von der Mitte ausgehend, die eine Welle, die andere Welle, zusammen, also so. Wir haben gemacht. Yo sé que el tiempo va pasando. Normal. Y pocas veces te he dicho lo que siento. Por creer que el tiempo siempre habrá para poder cantar y decirte que te amo. Y es que tú has sido siempre inspiración. Yo soy el tuyo, tú eres el...
lucha mía, por la noche, por el día, sin miedo. Mit diesem Herzschlag. Ja. Ja, es ist auch wieder so eine Sache, was man eben nur richtig lernen kann, wenn man es eben auch übt und übt und übt. Okay, dann würde ich jetzt noch ein bisschen Bachata machen. Einfach so. Ich habe dann noch zwei Varianten dazu. Ich glaube, wir haben das noch nicht gehabt. Das ist das Light. Bam, 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 tick, bam, 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 tick, bam, 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 tick, bam, 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 tick. Das Light. Und was paarweise auch immer ziemlich nett ist, ist dieses Runtergehen. Also ich gehe nach rechts oder nach links. Rechts. Links, rechts, links, rechts, links. Macht ruhig mit. Rechts, links. Das kann man auch in einer Drehung mit dem Partner machen. Sehr witzig, weil man dann zusammen in die Knie geht und sich dreht dabei. Aber wir sind ja hier solo, deswegen machen wir das einfach so, wie wir es machen. Also, bam, 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 bam. Genau, und das Light, bam, bam, Light, bam, bam, Light. Den möchte ich, die Sachen möchte ich noch einbauen in unseren Bachata-Ritten. Okay, Bachata. Sin ti no sé qué pasaría.
Ja, okay. Ich glaube, ich bin recht dunkel hier. Habe ich euch ganz dunkel begrüßt. Also, ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß weiterhin mit Salsa und wünsche euch einfach eine gute Zeit, dass ihr gut über die Corona-Zeit kommt und guckt einfach mal auf unsere Homepage. Die heißt www.tanzen-im-schwanen.de oder Kulturhaus Schwanen Homepage. Da habt ihr die ganzen Informationen. Ich würde mich natürlich auch sehr, sehr über ein Feedback freuen. Schreibt mich einfach an, hanna@tanzen-im-schwanen.de, und sagt mir, was ihr braucht, was ihr wollt. Oder ja, ob ihr eine weitere Folge wollt, ob ihr ein bestimmtes Thema wollt, wie ihr es gefunden habt, was war zu langsam, war zu schnell, was habt ihr was anderes gewollt. Ja, also darüber würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten vielen Dank für eure und deine Aufmerksamkeit. Macht's gut. Tschüss.